So, ja, hallo. Herzlich willkommen zu Tag 5 von unserem Lead Magnet Bootcamp. Ja, heute möchte ich mit euch nochmal machen, also eine Info habe ich nochmal für alle. Und zwar in der Facebook-Gruppe war der Gerard so nett und hat uns Indexzeiten zu den Videos gepostet, sodass man jetzt über die Zeitangaben in den Videos schnell zu den einzelnen Themen springen kann. Dafür nochmal ein großes Lob an Gerard. Dankeschön dafür. Ich habe die Zeiten entsprechend unter dem Video, wo Gerard sie dann schon fertig hatte, auch schon passend ergänzt. Also nach dem Kurs in Tag 3 sind die dann schon drin. Und das Video für Tag 4 ist mittlerweile dann auch endlich soweit hochgeladen. Also nach dem Kurs steht euch das dann auch zur Verfügung. Okay, das dazu. Dann würde ich nochmal einmal kurz euch hier wieder meinen Bildschirm einmal freigeben und mit euch zusammen nochmal einmal in die Dropbox gucken. Und zwar hatte ich in der Dropbox nochmal so einen Ordner angelegt, Sitestamps. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Und in diesen Ordner Sitestamps habe ich euch mal drei so, ja, so Seitenstempel reingepackt. Ich mache hier gerade mal einen auf, dass man das mal sieht. So sehen diese Dinger aus. Ja, was soll das Ganze? Und zwar ist das folgendermaßen gedacht. Dazu springe ich gerade mal wieder ins Builder All. Mache euch das mal gleich groß, dass das wieder ein bisschen besser mitverfolgen und sehen könnt. So, und jetzt gehe ich hier auf mein Lead Magnet in die Bearbeitung. Und das ist so eine Option. Das kann man jetzt machen, das muss man nicht machen. Ich wollte es euch nur mal einmal als Option zeigen. Und zwar, egal auf welcher Seite ich bin, ich nutze diese Sitestamps zum Beispiel auf Internetseiten, die ich erstellt habe, die aber eigentlich fremd sind, also Kundenseiten, wo ich mir das Einverständnis hole, hey, darf ich da ein bisschen Werbung bei dir drauf machen? Dafür nutze ich diese Sitestamps, so sind die gedacht. Und jetzt will ich euch das mal hier exemplarisch an unserem Lead Magnet einmal zeigen. Nehme mir wieder hier ein Bild, Rechtsklick, ändere das. So, ich gucke mal gerade, habe ich die hier noch? Ach, sonst laden wir uns gerade eben hoch. Ist ja auch kein Problem. Einmal aus der Dropbox genommen. Wo sind sie da? Sitestamps. Ich nehme jetzt mal hier. Ja, die blaue passt ganz gut hier zu dem Design von dem Lead Magnet. Er lädt sie gerade eben wieder hoch. Ja, hochgeladen hat er sie. Ein Häkchen dran zum Auswählen. Einmal bestätigen. Jetzt habe ich hier dieses Sitestamp, ist jetzt ein bisschen groß. Ich klicke das mal ein bisschen kleiner. So. Und jetzt kann ich dieses Sitestamp mit der Funktion Rechtsklick. Und dann gibt es hier Element fixieren. Mit dieser Funktion kann man das Element auf der Webseite fixieren. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann hier manuell fixieren, das mache ich gerade mal. Ja, jetzt seht ihr, wenn ich scrolle, bleibt dieses Element an der Stelle stehen, wo ich es hingepackt habe. Ja, ich kann das jetzt an eine beliebige Position ziehen. Da bleibt das immer stehen. Okay. Das ist die Funktion Element fixieren, manuell. Bei manuell kann ich es auch an jeder beliebigen Stelle auf dem Bildschirm fixieren. Und jetzt gibt es hier die Funktion nochmal am Rand fixieren. Wenn ich da drauf klicke, achso, ich muss erst die manuelle Fixierung aufheben. Jetzt kann ich am Rand fixieren. Und jetzt habe ich hier halt verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann das Ding hier oben am Rand andocken. Ich kann das unten andocken. Ich kann das links andocken. Rechts andocken, in der Ecke, ja? Und er bleibt dann da. Er bleibt da sitzen. Egal wie ich scrolle, er bleibt da schön in meiner Bildmitte jetzt sitzen. Und jetzt gibt es hier nochmal dieses horizontal und vertikal verschieben. Das heißt, wenn ich jetzt so wie hier davon ausgehe, dass hier nachher an der Internetseite dieser Scrollbalken eingeblendet wird, dann sieht man ja hier von dem Ding gar nichts. Jetzt kann ich hier so einen Abstand zum Beispiel vorgeben von der Seite. Zack. Jetzt wird das nachher im Browser so aussehen, als wäre er an diese Browser-Suchleiste angedockt und immer wenn der Nutzer scrollt, bleibt das Teil hier schön stehen.
Und ja, so konkret haben wir da ja jetzt eigentlich noch nichts von. Jetzt wäre das ja nur sinnvoll, sag ich mal, wenn ich das auch mit einem Link hinterlege, so dass wenn hier einer Informationen zu möchte, dass er da eben draufklickt, steht ja hier auch auf dem Button drauf, klicke hier, um mehr zu erfahren. Also mache ich wieder einen Rechtsklick, sage hier Ausführen, Webadresse und da gebe ich dann jetzt zum Beispiel meinen Affiliate-Link rein. Ja, oder ihr dann eben euren Affiliate-Link. Und so könnt ihr auf euren Internetseiten für euch nochmal auch Werbung machen. Das wollte ich euch nochmal einmal als Funktion oder Möglichkeit nochmal gezeigt haben. Ich schmeiße den hier jetzt gerade mal einmal wieder runter. Okay. So, und dann ja, geht es heute darum, die mobile Version der Internetseite herzustellen. Ja, dazu sei Folgendes gesagt. Also wir haben in Bilderall verschiedenste Möglichkeiten, mit dieser Thematik umzugehen. Für welche Plattform, für welches Endgerät baue ich die Seite? Wir haben ja grundsätzlich hier eigentlich einen Responsive Site Builder. Dazu ziehe ich nochmal hier ein bisschen uns mal eben an der Seite. Geh mal in die Vorschau und wenn, na, ich muss mir gerade mal das Fenster auffangen stellen, so. Und ihr seht ja, wenn ich jetzt entsprechend hier mein Fenster groß und klein mache, durch dieses Responsive ändert sich auch entsprechend der Inhalt ab. Hier jetzt in der Vorschau vielleicht auch nicht noch ganz so schön, wie wenn ich jetzt in der Live-Ansicht der Seite wäre. So, nur das hat ja irgendwo eine Grenze. Ich sag mal, wenn ich das jetzt hier für ein Handy ganz super, super, super klein schieben will, dann macht es irgendwann einfach keinen Sinn mehr. Dann sind die Bilder einfach zu groß, die Felder passen nicht und das sieht auf dem Handy ganz furchtbar und schrecklich einfach aus. Und ich kenne auch nichts, was als Responsive-Version, also als nahtlose Version, dazu 100% funktioniert. Das haut nie ganz hin. Also versucht das eigentlich erst gar nicht. Das ist so mein Tipp. Responsive bis zur Tablet-Version. Ja, bis auf Tablet-Größe bin ich damit einverstanden. D'accord, das funktioniert relativ gut. Ja, wobei Tablet eh so ein Thema ist, da müsst ihr euch sowieso überlegen, ob man fürs Tablet noch extra was machen möchte. Das ginge auch. Wir können auch eine extra Seite fürs Tablet erstellen. Die Frage ist immer, lohnt sich das bei einer gefühlten Zielgruppe, die ich glaube, die Nutzerlink, was hatte ich letztes Mal noch, zwischen 0,2 und 2%, irgendwie so in der Größenordnung, hast du Tablet-Nutzer unterwegs. Ja, also müsst ihr euch überlegen, ob ihr den Aufwand fahren wollt, auch noch eine Tablet-Version für die Seite zu erstellen. Eine Mobile-Version, da gibt es eigentlich gar keinen Drumherum mehr. Gerade in der jüngeren Zielgruppe 80-90% nur noch per Handy. Ja, vielleicht muss man sich irgendwann halt, wie gesagt, mal die Frage stellen, ob es überhaupt eine Desktop-Version noch bringt. Aber wir gehen im Moment noch von beiden aus. Wir machen eine Desktop-Version. Ich starte auch am liebsten damit und erstelle dann hinterher die Mobile-Variante. Okay, wo kann ich das jetzt grundsätzlich einstellen? Dafür haben wir hier wieder unsere Zahnrädchen. Da gehe ich mal drauf. Und dann gibt es hier diesen Eintrag Plattform-Einstellung. Und genau da finde ich das. Optimierung fürs Tablet, kann ich hier auswählen, ja oder nein. Wie gesagt, da tut es das Responsive Site Building noch ganz gut. Darum lasse ich das aus, mache hier nein. Wer das möchte, kann hier aber auch ein Ja reinmachen. Ich zeige das gerade mal. Bestätige. Und jetzt ist hier oben der Eintrag zugekommen, Tablet. Desktop, Tablet, Mobile. Jetzt habt ihr alle drei da. Ich möchte, wie gesagt, die Tablet-Variante aber nicht extra designen müssen. Also gehe ich hier auf Nein. Optimierung fürs Handy, ja. Verwenden Sie Skalieren für mobile Geräte, ja. Das kann da drin bleiben. Sprache der App nochmal eben umstellen, wieder auf Deutsch. Ja, und das kann dann erstmal so bleiben. Okay, ja, jetzt hat er hier oben das Tablet wieder rausgeschmissen. Um jetzt die mobile Version meiner Seite zu bearbeiten, gehe ich eben hier auf das Mobile. Symbol. So, und jetzt seht ihr hier, das ist jetzt quasi, wäre jetzt die mobile Version meiner Website. Und da sieht man schon, das Programm gibt sich ganz große Mühe, das irgendwie da rein zu verwursten, aber so ganz schick sieht es eben nicht aus. Und
Ja, das hat auch verschiedene Gründe. Zum einen zum Beispiel die Gründe, jetzt seht ihr hier, was taucht hier wieder plötzlich auf? Unsere Farbboxen. Ne? Die hatten wir ja auf unserer Webseite versteckt. Sie sind trotzdem Inhalt der Seite. Und genau, hier auf der Mobile-Version, weil das halt nicht weiß, er zeigt alle Inhalte an, hat er uns die hier wieder draufgesetzt. Also das wäre zum Beispiel eins der ersten Sachen, wo ich sagen würde, die können wir mit aller Ruhe schon mal wieder verstecken. Weg ist der Kladderadatsch. Hier nochmal ein Hinweis für die, die es eben möchten. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte. Hier mit den Farben war nochmal von Gerard der Hinweis. Wer jetzt mit vielen Blautönen arbeitet oder sowas, der kann sich auch hier die Farbcodes natürlich in die Kästchen reinschreiben. Und nicht in so eine Tabelle und die Farben benennen. Dann schreibt er sie euch direkt in die Kästchen. Dann kommt er nicht so schnell durcheinander. Was euch denn lieber ist, wie ihr es lieber mögt. Okay, so, das da einmal rein. Ja, und jetzt ist noch irgendwie was außerhalb, hier ist noch irgendwie was außerhalb. Und ja, wir nähern uns der Sache jetzt einfach mal langsam an. Jetzt ist eben wichtig zu wissen, dass bestimmte Dinge, die ich hier auf der Mobile-Seite ausführe oder jetzt in diesem Mobile-Sitebuilder ausführe, haben auch Auswirkungen auf die Desktop-Version der Seite. Mal ja, mal nein. Welche Elemente Auswirkungen haben und welche nicht, ja, das findet ihr raus mit der Zeit. Einen viel besseren Ratschlag kann ich da im Moment leider nicht geben. Ja, ein, zwei so Sachen, klar, gebe ich euch gleich mit und ich gebe euch eine Technik mit, wodurch das eigentlich auch kein Problem ist. Ja, und zwar mache ich jetzt Folgendes. Immer, wenn ich hier auf dieser Mobile-Version was ändere, und zwar signifikant was ändere. Zum Beispiel, hier sehe ich ja jetzt in meinem Header, ist die Grafik nicht mehr drin. Jetzt ziehe ich mir natürlich hier erstmal meine Grafik wieder in den Header. Da will ich sie ja reinhaben, auch in der mobilen Variante. Ja, und jetzt habe ich das gemacht. Und was mache ich jetzt? Jetzt gucke ich in der Desktop-Version, hat das hier auf meine Desktop-Variante irgendeine Auswirkung gehabt, diese Aktion? Und ich gucke, nein, ist alles noch okay. Dann springe ich wieder zurück in die Mobile-Variante und sage ihm dann, speichern. Ja? So, jetzt ist mir das hier vielleicht ein bisschen zu klein. Ich ziehe das mal ein bisschen größer, schiebe das nochmal ein bisschen auf. Auch hier kann ich sagen, Element zentrieren. Jetzt habe ich hier meinen Text, hier mein Buch. Das gefällt mir auch im Moment so gar nicht. Der Text soll ja da irgendwie drüber oder ja, also schmeiße ich das erstmal raus. So, und auch hier wieder laufe ich jetzt Gefahr, wenn ich das einfach so rausschmeiße, laufe ich Gefahr, dass das eine Auswirkung auf den Desktop hätte. Gucke ich auch eben gerade wieder rein, hat es eine Auswirkung gehabt? Nee, okay, kann ich hier in Ruhe weiterarbeiten. Jetzt möchte ich dieses Feld hier oben drin haben. Da ist mir jetzt vielleicht die Schrift ein bisschen zu groß. So, und jetzt aufpassen. Gibt es hier nämlich die Möglichkeit, mit einem Rechtsklick, Anpassung, und hier steht dann auch in Klammer mobil hinter. Und jetzt kann ich hier die Größe der Schrift für die Mobilversion anpassen. Das, was ich hier über dieses Fenster ändere, hat keine Auswirkung auf die Desktop-Version. Ganz im Gegensatz zu ich doppelklicke hier rein und verändere jetzt die Schriftgröße. Dann ändere ich sie auch im Desktop. Das muss man halt nur wissen. Ja? Die ersten paar Mal habe ich hier immer die Schrift geändert, dann war sie im Desktop auch geändert. Ja, wie blöd. Was denn jetzt? Entweder klein fürs Handy oder groß fürs Desktop, aber nicht beides. Ja, ganz vertrackt. Hier Rechtsklick, Anpassung mobil. Könnt ihr da die Schriftgröße nochmal extra fürs Handy einstellen, den Zeilenabstand, Buchstabenabstand. Ihr könnt es noch fetter schreiben lassen oder noch viel fetter und so weiter. Also hier könnt ihr entsprechend für die Mobile-Variante ein bisschen nachregeln. Ich lasse das jetzt mal einfach so. Hier für mein Beispiel kommt es jetzt auch so mega genau nicht drauf an. Jetzt nehme ich mir das nächste Textfeld. Ach so, nein, jetzt gucke ich auch erst wieder, obwohl ja, hier weiß ich natürlich jetzt über die Version, also es hat sich nichts geändert. Wir gucken gerade nochmal, ja, ihr seht also, das ist auch wirklich so, es hat sich nichts geändert. Nehme mir das nächste Textfeld, hier meinen zweiten Untertitel.
Auch der ist mir so zu groß. Rechtsklick, Anpassung mobil. Fahre mir hier auch wieder die Schrift ein bisschen kleiner. Vielleicht möchte ich das hier sogar in der Variante zentriert haben. Aber nee, warte mal. Oder ging das? Nee, ich glaube, das ging dann so nicht. Dann laufe ich wieder Gefahr, dass es auch in der Desktop-Variante sich ändert. Aber wir gucken ja, ihr sollt das hier genauso. Ja, seht ihr das? Jetzt hat er das hier auch in zentriert geschrieben. Ja, jetzt hat das in beiden Varianten geändert. Ich gehe nochmal zurück in die Mobile, ändere das jetzt wieder auf, Doppelklick, ändere das jetzt wieder auf linksbündig, das Feld, gehe wieder zurück ins Desktop. Seht ihr, jetzt ist es wieder linksbündig. Also diese Doppelklick-Geschichte, wenn ich in dem Fenster was bearbeite, hat immer Auswirkungen auf beide Versionen. So, dann nehme ich mir hier nochmal das Buchcover rein, zentriere mir das nochmal einmal, diesen zentriere ich auch nochmal einmal. So, jetzt kann ich mir dieses Feld hier hinschieben. Na, mache ich mir nochmal ein bisschen kleiner. Und auch hier, wenn ich jetzt wieder mit einem Rechtsklick anfange, in dem Feld direkt was zu verändern, dann laufe ich eben Gefahr, dass das in der Desktop-Variante auch passiert. Im Moment sind wir noch safe, seht ihr? Ja? Und hiermit bin ich jetzt halbwegs glücklich, also sage ich lieber einmal eben schnell zwischendurch einmal speichern. Ja, wählen wir nochmal hier das Fenster aus, mach das hier noch, passt das nochmal so ein bisschen an. Genauso wie hier mein unteres Banner. Das fahre ich da auch nochmal ran und dann hole ich mir nochmal mein Futter ein bisschen nach hier. So, jetzt passt hier das Logo noch nicht so ganz. Das mache ich mir da nochmal so ein bisschen hin. Den noch ein bisschen aufschieben, einmal zentrieren. Und jetzt habe ich hier noch so ein Menü über. Ja, was ist das denn jetzt auf einmal? Dieses Teil hier. Das ist ein sogenanntes Burger-Menü, weil das hier so ein bisschen aussieht wie so ein Burger halt. Was verbirgt sich jetzt unter diesem Burger-Menü? Ja, wir gucken gerade nochmal, bevor wir speichern, gucken wir jetzt gerade nochmal hier wieder rein in unsere Seite. Ja, wir haben ja hier auf der Seite unten Impressum und Datenschutz. Und das brauchen wir ja auf der Mobile-Seite auch. Und auf der Mobile-Seite versteckt sich das dann hinter so einem Burger-Menü. Wenn ich das nicht möchte oder diese Einstellung dafür, ob ein Burger-Menü kommt, ob keins kommt, was für eins das ist und so weiter, kann ich, wenn ich hier in die Desktop-Version zurückgehe, gehe hier auf das Menü und mache einen Rechtsklick, dann gibt es hier diesen Punkt Ansicht für Endgeräte bearbeiten. Da klicke ich drauf. Hier kann ich jetzt einstellen, für die Desktop-Version dieses Menüs möchte ich ein Burger-Menü oder für die Tablet-Version möchte ich ein Burger-Menü. Haben wir jeweils keins, sondern das normale, aber für die Mobile-Variante, seht ihr, ist hier das Häkchen drin, ja, Burger-Menü aktivieren. Und darum zeigt er mir jetzt in der Mobile-Variante dann dieses Menü als Burger-Menü an. Und auch das könnt ihr dann hier nochmal wieder einstellen. Was für eins wollt ihr? Normales, soll das so ein Ausklapp, Seitwärts-Ausklapp sein oder soll das mehr so in diesem Apple-Style gestaltet sein? Dann könnt ihr hier auswählen. Standard, dann sieht das Teil so aus. Blau mit transparentem Hintergrund, ein grünes und ach, ich weiß nicht, hier. Guck mal da, hier gibt es wieder jede Menge zum Auswählen, Ausprobieren, Gucken, Tun und Machen. Na, wie kennt ihr ja schon, wie immer in Builderall eigentlich, 1000 Varianten und Möglichkeiten, hier sich so ein Teil auszusuchen. Ich nehme mal wieder hier einfach jetzt was weiß ich, ein schwarzes mit transparentem Hintergrund, bestätige das, gehe in meine Mobile-Ansicht. Jetzt seht ihr das hier, schwarz mit transparentem Hintergrund. Und jetzt könnte ich mir das hier reinpacken, weiß ich auch nicht, sieht dann auch ein bisschen doof aus, vielleicht brauche ich da doch nochmal ein anderes. Haben wir da nicht was mit schwarzem Hintergrund irgendwo, weiß, transparent Hintergrund, voll, schwarz, voll Hintergrund? Nee, blau, grün, rot, weiß,
Ja, ach, ist jetzt auch erstmal für einen Moment mal bei ihr. Seht, ihr könnt das hier auch so ein bisschen groß und klein fahren. Jetzt habe ich hier eben mein Burger-Menü. Es ist eh die Frage, jetzt vom Design her, wenn ich das hier unten drunter packe und das nachher nach unten aufklappt, schneidet das vermutlich am Bildrand ab, ob das hier so glücklich oder clever sitzt. Also ich würde zum Zweifelsfall vielleicht sogar eine Etage höher packen und packe mir vielleicht sogar das Burger-Menü hier mit drunter. Hier so ein bisschen Abstand lassen, zentriere mir das nochmal. So, und dann kann ich es euch einmal gerade in der Voransicht zeigen. So, und bevor ich jetzt wieder auf Speichern klicke, jetzt habe ich ja hier viel mit einem Menü rumgeschoben. Das war hier gerade mal unten im Footer. Jetzt habe ich es plötzlich hier in den Body geschoben. Das hat garantiert Auswirkungen auf unsere Webseite gehabt, auf die Desktop-Variante. Und was sehen wir? Oh, wo ist das Menü hin? Ja, genau, er hat es hier jetzt auch in den Body gepackt. Ja, jetzt bin ich hier schon wieder in so einem Konflikt. Wenn, dann müsste ich es hier eigentlich auch so unten in den Body packen. Jetzt müsste ich mich entscheiden, was will ich jetzt? Ja, ein Tod muss ich dann sterben. Oder ich müsste mir jetzt das Menü hier in der Mobile-Variante doch nochmal mit einem schwarzen Hintergrund machen und das dann doch hier unten mit in den Footer reinlegen. Also das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache, wie ihr das löst oder wie ihr damit umgeht. Nur ihr seht halt, wenn ich das Menü aus dem Footer in den Body schiebe, klar, dann ist es natürlich auch auf der Desktop-Variante. Hier ist es dann natürlich auch im Body gelandet. Ja, Gerard? Ja, kannst du das denn dann, nun mal jetzt angenommen, wenn das jetzt auf deiner normalen Seite jetzt da auftaucht, wo du es nicht haben willst, kannst du es da nicht unsichtbar machen? Geht das? Ja, das geht. Genau, Dann da legst komme du ich. unten quasi deins nochmal doppelt an, also also dass du es unten quasi auf der normalen Seite nochmal hast, legst es dir einfach als Maskopie von hier wie nach unten, dass dein Menü da ist oder so. Genau, also das ginge jetzt im Zweifel auch. Das wäre tatsächlich auch eine Methodik zu sagen, ich mache mir eine Kopie vom Menü. Ja, mache jetzt hier eine Kopie von. So, habe mir jetzt eine Kopie erzeugt, lege einen hier wieder rein. So, wenn ich jetzt in die Desktop-Variante gucke, hat das hier, na, seht ihr, jetzt hat er dieses Element, das war ja das hier, das Ältere, das vorhandene, hat er hier stehen lassen. Und dieses neue kennt er nicht, weil ich das in der Mobile-Version erzeugt habe. Und das ist immer eine Möglichkeit, damit umzugehen. Also, wenn ihr Elemente habt, die auf der Desktop, von der Desktop-Variante nicht ins Mobile übernommen werden sollen, also das müsst ihr nicht. Er gibt euch die vor, ihr müsst es aber nicht. Wenn ihr jetzt sagt, das hier passt gar nicht und das kriege ich auch mit dem Rechtsklick anpassen, nicht angepasst. Dann habt ihr immer die Möglichkeit, bitte nicht löschen. Wenn ihr es jetzt löscht, löscht ihr es auch in der Desktop-Variante. Dann eben verstecken. Jetzt ist es hier nicht mehr sichtbar. Auf meiner Desktop-Variante ist es trotzdem unverändert erhalten geblieben. In der Mobile-Variante ist es nicht sichtbar und ich füge mir eine neue Überschrift ein. Und die habe ich dann auch nur auf der Mobile-Seite und nicht auf der Desktop. Ja? Darum ist das jetzt immer so ein bisschen Philosophiefrage, was mache ich? Fange ich mit der Mobile-Seite an, baue die und baue nachher die Desktop-Seite nach oder fange ich mit der Desktop an und baue die Mobile-Seite nach? Ja, das ist so ein bisschen, ja, lauft der lieber rechts oder lieber links rum. Aber von der Sache her, genau, geht das eben. Und jetzt, ich müsste es hier ja in dem Fall umgekehrt machen. Den packe ich mir da rein, den ziehe ich nach hier hin zurück, so. Er meckert hier auch zweimal fleißig und sagt, hör mal, du veränderst da gerade ganz viel an deiner Seite. Das ist ja auch korrekt. Genau, jetzt seht ihr wieder, jetzt hat er das Menü hier wieder reingepackt. Dann kann ich es mir hier auch wieder hin packen, wo es ursprünglich auch sein sollte. Okay, meine Desktop-Variante ist wieder safe. Und hier in der Variante kann ich mir jetzt hier eben das verstecken. Dann ist es da raus. Den schiebe ich mir noch mal ein bisschen kleiner und bin da so vielleicht schon ganz glücklich mit. Ich gucke noch mal wieder, wie gesagt, immer switcht immer hin und her zwischen Desktop und Mobile. Das erspart euch ganz viel Sorgen. Und immer erst dann speichern. Ja, immer erst gucken, hat die Veränderung eine Auswirkung gehabt? Was ist denn, wenn die eine Auswirkung hatte, die ich nicht wollte? Also Moment, ich speichere jetzt gerade mal einmal. Das zeige ich euch auch mal. Nicht immer nur, wenn alles fluppt. So. Keine Ahnung, ich ja, habe jetzt ja hier
Nehmen wir das Feld nochmal wieder rein. So, keine Ahnung. Ich habe jetzt vergessen, Mensch, ich hätte das mit dem Rechtsklick ändern müssen. Bin jetzt hier reingesprungen und ändere das mal darauf. So. Und habe das jetzt nicht festgestellt oder gehe in die Desktop-Variante zurück und jetzt seht ihr ja, jetzt passt es eben nicht mehr. Oh, Mist. Was jetzt machen? Scheiße, was für eine Schrift hatte ich? Wie war es formatiert? Oh, 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 oh. Ja, große Katastrophe. Was mache ich jetzt? Ja, ich habe ja noch nicht gespeichert. Und solange ich nicht gespeichert habe, habe ich einfach die Möglichkeit, oh, das ist jetzt hier bei mir jedoch nicht da, kann ich jetzt einfach die Seite nochmal reloaden, weil das ja nicht gespeichert hat, bringt er mich quasi da wieder hin bis vor den letzten Speicherpunkt. Seht ihr, jetzt ist alles wieder okay, wieder safe, wieder da und ich mache einen neuen Versuch, es zu ändern. Und das ist das, was euch nachher ganz viel Zeit und Nerven spart. Geht nicht in die Mobile-Seite, klick, 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 ändern, 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 speichern, ihr geht zurück ins Desktop, oh, um Himmels Willen, was ist da passiert? Ja, und so haben wir hier jetzt eigentlich schon auch eine nette Variante der Mobile-Seite. Ich gehe nochmal einmal in die Vorschau rein, um das zu zeigen. Ja, jetzt sind wir hier in der Vorschau schon drin. Und hier jetzt mal mit dem Burger-Menü seht ihr, das klappt das nach unten aus. Ja, das könnte man jetzt noch ein bisschen breiter und hübscher machen, so ein bisschen einstellen, dass das stimmig ist. Hier ist jetzt noch grau drin, das kann ich noch auf weiß stellen. Und jetzt dasselbe dann, Datenschutz, ja, seht ihr auch wieder, er bietet einen Inhalt an, den er gefunden hat auf der Desktop-Seite und packt das hier wieder neben. Wir sind ja jetzt in der Vorschau, müsste ich zurück in die Bearbeitung und auch da holt ihr euch das einfach wieder rüber ins Fenster und hier mit dem, ja, hier ist jetzt ein bisschen doof mit dem HTML, weil ihr ja jetzt die Formatierung übers HTML drin habt. Das dürfte aber hier so gerade reinpassen. Ja, weil ihr ja jetzt die Textgröße hier, die Schriftüberschriftgrößen nicht ändern könnt, falls über den HTML-Code reinkommt. So, und dann zieht ihr euch auch wieder, ne, den ganz nach unten und zieht euch das Fenster so groß, bis ihr den ganzen Text drin habt. Dann wieder entsprechend abspeichern. Das hier hat jetzt auch keine Auswirkungen auf die Desktop-Variante. Darum bin ich jetzt vorher nicht nochmal gesprungen. Wie gesagt, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, wisst ihr nachher, was geht und was nicht. Das ist also auch eben nicht schlimm, nur man muss eben wirklich konzentriert und immer Schritt für Schritt vorgehen. Nur eins verändern, rüberspringen, gucken, wenn es passt, speichern. Das nächste verändern, rüberspringen, gucken, wenn es passt, speichern. Ja, und dann kriegt ihr auch nach und nach in Ruhe die Mobile-Variante abgearbeitet. Und wenn der vorgeschlagene Inhalt der Desktop-Variante gar nicht reinpassen will in die Mobile-Geschichte, blendet den einfach aus, versteckt euch den und dann macht ihr es für die Mobile-Seite halt nochmal neu und passend. Ja, kann auch eine grundsätzliche Herangehensweise sein. Also ich weiß von einigen, die machen das grundsätzlich so, die übernehmen erst gar nicht die Vorschläge aus dem Desktop, die Inhalte, sondern machen die Mobile-Seite gleich ganz neu. Auch das kann man so machen. Ja? Okay. Ja, was habe ich hier sonst noch auf dem Fahrplan stehen? Ah ja, genau. Dann noch was zu Mobile-Seiten oder zu den Internetseiten im Allgemeinen. Ich glaube, das habe ich aber auch schon mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt, dass wenn ihr so eine Internetseite baut, es immer grundsätzlich gut ist, ich zeige es hier auch gerne nochmal, hier mit diesen Bannern oder hier mit diesen Boxen zu arbeiten. Ja, warum? Der Vorteil liegt auf der Hand. Auch jetzt bei der Mobile-Geschichte, wenn ich den Mobile-Inhalt anpassen will und es ist in einem Banner oder einer Box, dann kann ich immer ganze Banner-Boxen rein- und rausziehen und anpassen. Dann habe ich es natürlich ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt jeden einzelnen Inhalt, jeden einzelnen Text, jedes einzelne Kästchen wieder bewegen muss. So bin ich natürlich, wenn ich meine Informationen auf Bannern und in Boxen sammle,
oder Unboxen anhefte, auch wenn ich sie gar nicht sehen will. Ich könnte ja hier auch hergehen und sagen, ich mache das Banner in weiß, dann sehe ich es nicht, aber ich habe trotzdem die Informationen ans Banner gehaftet, kann jederzeit in meiner Webseite Inhalte nachfügen, einfügen und auch im Mobile Site Building einfacher zu handhaben. Das nochmal kurz dazu. Habt ihr bis hierhin Fragen soweit? Okay. Das habe ich euch auch gezeigt. Genau, wenn mal was schief geht, wie gesagt, immer erst gucken und dann speichern. Wenn was schief gegangen ist, per Reload holt ihr euch den alten Inhalt wieder und dann der nächste Versuch. Ja, dann wäre ich eigentlich mit Mobile Site Building soweit durch. Und wie gesagt, wart einfach die Ruhe, dass nach 1, 2, 3 Mal sitzt auch das. Lasst euch da echt keine grauen Haare bei wachsen. Das klappt auch irgendwann ganz gut. Haltet euch einfach an dieses Vorgehen, immer wechseln, dann läuft das, bin ich ganz sicher. Achso, vielleicht gehe ich gerade nochmal auch drauf ein, gestern auf den Mailing-Boss, der wollte ja nicht. Aber wenn ihr euch das Video jetzt von Tag 4 anguckt, da habe ich es auch nochmal unten als Untertitel eingeblendet, was da schiefgelaufen ist. Ja, das lag auch nicht an Mailing-Boss, sondern ganz klar an dem Nutzer, der davor saß. Der Rechner ist halt auch nur so schlau wie der da reinguckt in das Ding. Und ja, was war gestern der Fehler? Warum wollte er die E-Mails nicht aktivieren? Er erinnert euch, wir waren hier im Workflow unterwegs und er wollte hier die E-Mails ja, unsere E-Mail-Sequenz nicht aktiv schalten. Ja, woran lag das nun? Ja, auch da, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es stand groß und dick hier als Fehlermeldung oben drüber eingeblendet und das mehrfach. Er hatte mehrfach versucht, mir mitzuteilen, dass ich vergessen habe, die von E-Mail korrekt auszufüllen. Ich weiß, wir sind dann zwar hier über das Mailing-Boss Dashboard in die Default-Einstellung gegangen und haben das hier auf der Seite nachgepflegt. Ja, da steht auch was drin. Ja, aber wo stand es nicht drin? Ich hatte händisch diesen Listeneintrag überschrieben, die von Mail, und da fehlte der Eintrag. Und wenn er keinen Absender hat, wie soll er dann eine E-Mail-Sequenz rausschicken? Insofern hat er dann gesagt, ja, da kannst du so viel aktiv drücken, mein lieber Freund, wie du magst. Ohne eine Absender-Mail wird das hier nichts. Und darum wollte er das nicht aktiv schalten. Also es lag nicht an Bilderall, da lag es definitiv an mir. Ihr seht, ich habe diesen kleinen Fauxpas behoben und ja, jetzt steht hier eben auch aktiv drin. Immer in einem 2-Minuten Abstand kommen jetzt die E-Mails. Ich habe das heute auch mal ausprobiert, funktioniert ganz wunderbar. Und warum habe ich euch das jetzt nochmal gezeigt? Ja, ich wollte einfach nochmal darauf eingehen, wenn ihr jetzt eure Seite demnächst soweit stehen habt und ihr möchtet gerne ein bisschen dieses E-Mailing und so weiter ausprobieren, dann würde ich euch halt vorschlagen oder bitten, oder ja, es ist halt ein Vorschlag, nehmt euch den kleinen Bilderall-Link, die kleine Bilderall-URL und kopiert eure einfach in unsere Facebook-Gruppe, in die Bilderall-Bootcamp-Gruppe. Dann haben die anderen Mitglieder die Möglichkeit, über den Link mal auf eure Seite zu gehen und sich da mit ihrer Mail mal einzutragen. Dann habt da mal so ein bisschen Feedback und könnt mal gucken, ob auch alles läuft, funktioniert, auch von extern und so weiter. Ja, und auch später, wenn ihr die korrekte Domain aufgeschaltet habt, postet das ruhig mal in die Facebook-Gruppe, dass die anderen auch sehen, was Sache ist, wie weit ihr seid, und dann auch zum Ausprobieren Lob und Kritik mal drüber gucken lassen. Vielleicht findet irgendwer noch einen Rechtschreibfehler oder man hat unterschiedliche Browser am Laufen. Vielleicht tut es bei dem einen was nicht oder die Formatierung stimmt mal irgendwo nicht oder sowas. Ja, dann habt ihr da nochmal die Möglichkeit, über die Facebook-Gruppe eure Arbeit so ein bisschen zu Revue passieren zu lassen und zu testen und ja, dass das auch alles wirklich steht für euch. Okay? Ja, habt ihr noch Fragen soweit bis hierher? Habt ihr Fragen direkt jetzt zum Domain aufschalten? Weil das Aufschalten an sich habe ich euch ja schon mal gezeigt. Erstmal selber probieren. Gut. Ja, okay.
Dann würde ich sagen, bin ich soweit, wie gesagt, mit meinem Content erstmal durch. Probiert ein bisschen, lasst euch jetzt Zeit und Ruhe. Holt in Ruhe nach, was ihr angefangen habt. Die Sachen in MailingBoss. Stellt das erstmal von der Technik her dar, dass alles läuft, funktioniert und klappt. Ja, und wie gesagt, die E-Mail-Inhalte, 1-2 Tage haben wir ja noch, das kriegen wir dann auch nachgepflegt. Das ist auch immer nicht so das Problem, das kriegt ihr nachher im Zweifel auch alleine hin, nach in Tag 8 oder 9 oder 10, wenn es denn jetzt innerhalb der 7 Tage nicht ganz passt. Wichtig ist halt, dass ihr diesen technischen Ablauf stehen habt, die Sachen im MailingBoss grundsätzlich funktionieren. Ja? Gut, dann habt ihr heute ja ein bisschen Zeit gewonnen und könnt wieder fleißig was machen. Ich denke, das ist auch, glaube ich, ganz gut so, falls sich bei dem einen oder anderen doch mittlerweile vielleicht auch aufstaut. Und es ist ja auch relativ viel, das MailingBoss einrichten, die Seiten, das Ganze mit den AGBs und Datenschutz und dem E-Book dann noch dazu, den ganzen PLR-Sachen. Ihr habt ja auch schon, also jetzt in den 5 Tagen, ja, und da auch nochmal ein ganz großes Lob hier von meiner Seite. Ihr habt in den 5 Tagen ja auch schon richtig was weggerockt, ne? Also das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Überlegt mal, was ihr mittlerweile alles schon könnt und was ihr alles schon gemacht habt. Wahnsinn. Also, ne, hier nochmal toi, toi, toi und Respekt von meiner Seite aus. Und ja, um vielleicht auch nochmal zu sagen, wie wahnsinnig diese Bilderall-Plattform ist, um euch da nochmal so einen Einblick zu geben. Jetzt mit diesem Kurs, mit diesem 7-Tage-Bootcamp, denke ich, haben wir so vielleicht so gute 5% von Bilderall kennengelernt. Ja? Also wir kratzen gerade so oben an dieser Spitze von dem Eisberg. Da kommt noch einiges. Aber keine Panik. Die anderen Kurse, meine ich, sind gefühlt leichter als das, als jetzt das erste Bootcamp. Ja? Weil das erste Bootcamp ist einfach viele neue Fachbegriffe, neues Programm, wo ist was, sich damit auseinandersetzen, Domain und dieses Ganze. Man hat das ja auch nicht jetzt von Anfang an drauf und muss das erstmal so ein bisschen durchdringen und sacken lassen. Und wie gesagt, die nächsten beiden Bootcamps sind so ein bisschen auch in einem ruhigeren Fahrwasser. Da habt ihr nicht ganz so viel zu tun, sodass ihr da die nächsten 14 Tage, denke ich, auch gut immer die Möglichkeit habt, euren Lead Magnet soweit wirklich komplett fertigzustellen, die letzten Details fertig zu machen, dem ganzen Ding den Feinschliff zu verpassen. Bis dahin habt ihr auch dicke die 7 E-Mails da drin und dann läuft diese Maschine, die läuft dann schon mal. Und wenn wir durch diese Affiliate Marketplace Kurse durch sind, durch die beiden, dann geht es nochmal richtig los mit einem Sales Funnel. Dann rocken wir das Teil nochmal richtig. Ja, gut. Okay, dann will ich euch nicht weiter von der Arbeit abhalten. Ja, wünsche euch alles Gute und freue mich auf morgen. Bis dann. Ciao.